Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mono hört zu. Ihr habt uns wieder ganz viele tolle Fragen gestellt rund um das Thema Hörversorgung und CI und ich werde sie heute für euch wieder beantworten. Wir starten jetzt direkt mit der ersten Frage. Wie war deine Erfahrung mit deiner allerersten Einstellung? Das ist wirklich eine besondere Frage, da muss ich auch erstmal zurückdenken. Also ich habe mein allererstes CI 2004 bekommen auf meinem rechten Ohr. Ich weiß noch, dass ich so unglaublich nervös war, weil ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommen wird. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich richtig gute, erfahrene Leute um mich herum hatte, die mich wirklich sehr viel unterstützt haben. Um mich dann auch wirklich beraten haben, was auf mich zukommen wird. Aber trotz allem war das eine unglaublich surreale Erfahrung für mich. Es kommt mir immer noch vor, als wäre das gestern gewesen. Dabei war das in 2004. Wie ich schon bereits gesagt habe, hat mich ja diese Frage richtig zum Nachdenken gebracht und musste dann richtig viel zurückblicken auf diese Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja noch mein allererstes CI hier habe. Packen wir das mal aus. Das ist echt unglaublich. Es ist noch da. Das ist leider schon abgefallen. Das geht auch gar nicht mehr so richtig rein. Das ist nämlich ziemlich alt. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, wie das angefangen hat und wie das jetzt ist. Das hier ist mein jetziges CI, das Rondo 3. Das hier ist mein allererstes CI. Sein allererstes CI, das vergisst man einfach nie. Wenn man sich die beiden einfach nur mal so anschaut, es ist einfach unglaublich, wie weit sich einfach die Technologie entwickelt hat. Zweite Frage. Wie kann ich mich mit meinem Audiolink und dem Fernseher verbinden? Was für einen Adapter benötige ich dafür? Der Audiolink ist dafür da, dass man sich ja gut verbinden kann mit dem Handy und dem Laptop oder am Fernseher, damit man dann halt auch besser telefonieren kann, Musik hören oder einfach die Audioqualität nochmal ein bisschen verbessern könnte. Es gibt ja auch noch den Audiolink Cable Kit. Da sind nochmal Hilfsmittel drin, um sich noch besser verbinden zu können, wie zum Beispiel mit dem Fernseher. Wir haben einmal hier den Audiolink Docking Station. Da kommt das Audiolink nämlich da drauf. Wie ihr seht, bin ich ein ziemlicher Profi da drin. Hält das? So, das Audiolink ist fest da drin. Dann haben wir hier die Verbindungsmöglichkeiten. Wie ihr seht, habe ich den noch nie verwendet. Der ist noch ganz in der Tüte drin. Ich habe den noch nie aufgemacht, aber für euch mache ich den jetzt auf. Also wie ihr seht, hat man hier auch den Anschluss direkt, dass man dann auch hier rein tut und dann die beiden kommen ans Fernseher. Natürlich kommt es auch darauf an, was für einen Fernseher ihr habt und da müsstet ihr dann auch noch gucken, ob das dann auch der richtige Anschluss ist. Es kann ja sein, dass ihr dann nochmal einen anderen Kabel benötigt, aber das sollte gar kein Problem sein. Und denke, dass ihr euch dann damit einfach auch ganz normal verbinden könnt, je nachdem, was im Fernseher ihr habt und welchen Kabel ihr benötigt. Wenn ihr das mal getestet habt, vielleicht könnt ihr mir dann mal sagen, wie gut das funktioniert. Benutzt ihr gerne den Audiolink, wenn ihr Fernseher schaut oder eher nicht? Macht ihr das mit Kabel, ohne Kabel? Lasst mich das doch ganz gerne wissen. Das ist doch eigentlich eine ziemlich interessante Frage. Frage 3. Kannst du eigentlich auch Musik genießen? Glücklicherweise kann ich von mir aus sagen, ja, ich kann Musik sehr gut genießen. Das war eins der Hauptfaktoren, warum ich mich dann auch für ein Cochlea-Implantat entschieden habe, weil ich dann auch wirklich Musik weiterhin genießen wollte. Ich kann mir eigentlich meinen Alltag ohne Musik hören gar nicht vorstellen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. Ich interessiere mich sehr für Musik und Künstler und gehe sehr gerne zu Konzerten. Musik verbindet halt einfach auch Menschen und es ist ein sehr schönes Mittel. Und ich könnte mir damit meinen Alltag eigentlich gar nicht vorstellen. Für mich hat halt auch Musik eine größere Bedeutung, weil ich bin mit einem Hörverlust groß geworden und deswegen weiß ich das dann auch ein bisschen zu schätzen. Frage 4. Frage 4 bezieht sich auch auf Musik. Kann man mit einem CI ein Instrument erlernen? Ich bin mit Musik groß geworden. Man kann mit einem CI tatsächlich auch ein Instrument erlernen. Da steht euch eigentlich nichts im Weg. Ich habe Geige gespielt für ein paar Jahre und war dann auch in einem Schulorchester und war bei Auftritten mit dabei. Ich war bei den Proben mit dabei, ich war beim Training mit dabei. Ich hatte Geigenunterricht.
Das war echt wirklich eins meiner schönsten Erinnerungen und habe das dann auch natürlich weitergeführt nach meinem ersten CI. Ich habe trotzdem immer wieder weitergemacht. Und ich erinnere mich, ich musste mich dann nochmal ein bisschen neu darauf einstellen, weil sich ja dann am Anfang sehr vieles anders angehört hat. Und ich musste mich irgendwie an diesen Sound nochmal gewöhnen und schauen, dass ich dann auch ein neues Gefühl dafür kriege, dass ich mich wieder darauf anvertraue. Aber wie gesagt, mit Zeit und Geduld kommt man schon an den Punkt, wo man sein möchte. Komischerweise, als ich aufgehört habe, hat niemand protestiert, dass ich weitermachen soll. Falls ihr euer Gehör für Musik verbessern wollt, es gibt mittlerweile dieses tolle Online-Gehörtraining für Musik, das heißt Melodia. Ich habe mir natürlich danach dazu was Besonderes ausgedacht. Und zwar werde ich dieses Programm jetzt in dieser Folge mit euch zusammen zum ersten Mal ausprobieren. Ich habe jetzt meinen Laptop vor mir mit dem Programm Melodia offen und ich bin echt gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. Musik zu hören ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Es gehört tatsächlich zu den kompliziertesten Höraufgaben, die es gibt. Verschiedene Instrumente, Stimmen oder Klanghöhen unterscheiden zu können, ist eines der größten Herausforderungen. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Programm hier vor mir offen und bin jetzt auch ganz aufgeregt, wie das funktioniert. Für alle NutzerInnen kann man das Programm für ein Jahr kostenlos benutzen. Das ist richtig toll, also nutzt es aus, so viel wie es geht. Dieses Melodias erster Stern, er enthält 25 Übungen, die auf 5 Zweige verteilt sind. Klicken Sie auf die erste Übung. Okay, es geht los. So, die allererste Übung ist die Melodie aufsteigend oder absteigend? Klicken. Okay. Das soll absteigend sein. Also das soll absteigend sein. Okay, und aufsteigend. Oh, das ist ja wirklich schwierig. Okay, die Töne werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt. Also das ist eine richtige Challenge. Das war jetzt erstmal schwierig. Okay, das war der erste Ton. Und ich soll mich jetzt entscheiden, ob das aufsteigen oder absteigen war. Das ist ja schwieriger, als ich dachte. Okay, wir machen es nochmal. Ah, ich glaube, ich muss da raten. Das war jetzt leider nicht. Ich glaube, aufsteigen. Nein! Ah, die erste falsch. Aber egal, das macht Spaß. Okay, wir machen mal weiter. Okay, das ist jetzt aufsteigen. Yes! Okay, nochmal. Absteigen. Ja! Was für eine spannende erste Übung. Also das war echt herausfordernd und auch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Aber das ist ein wirklich richtig tolles Hilfsmittel. Und ich bin richtig gespannt, was noch für Übungen damit dabei sind. Falls ihr dieses Programm schon ausprobiert habt, dann schreibt mir doch auch sehr gerne in die Kommentare, wie das denn für euch war und wie ihr das alles wahrgenommen habt. Also es ist richtig super. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass es sich dann auch mit Freunden richtig lohnt, dieses Programm auszuprobieren und es richtig viel Spaß macht. Was auch ganz toll ist, ist, dass das Programm auch in ganz vielen Sprachen erhältlich ist. Das heißt, ihr könnt euch das für euch individuell einstellen. Und das war es leider auch schon für die heutige Folge von Mona dazu. Das war eine echte Achterbahn heute mit euch. Mein allererster CI und die allererste Einstellung mit dem Audiolink und Melodia. Wow, also das war richtig toll, das hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Vergisst nicht noch eure Fragen in die Kommentare zu schreiben und ich werde sie für euch das nächste Mal beantworten. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren und wir sehen uns zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Mona hört zu.